Naja, jetzt nochmal ganz schnell zur quadratischen Ergänzung. Wir haben uns da was überlegt, das die ganze Sache einfacher macht. Mal ganz kurz dazu. Die typische Form ist x² plus 2x plus y² oder minus 2xy und so weiter. Und die quadratische Ergänzung ist gesucht. Das heißt also, was kommt noch danach? Eventuell kommt was, manchmal kommt gar nichts und so weiter. Und wir wollen das Ganze überführen in diese sogenannte Scheitelpunktform, sodass wir das z rauskriegen. Ja, wenn wir so ein Beispiel hier stehen haben, dann sagen wir, okay, und das entspricht, und jetzt kommt ein ganz sauberes Umformen, ganz einfach, x² trotzdem hinschreiben, plus 2xy, dann kommt man hinterher nicht durcheinander, plus y², und jetzt das plus z, das schreibe ich aber jetzt mal nicht rot. So, was machen wir? Ich zeige es mal in Kürze, das geht so, da wir auf beiden Seiten x² haben, können wir minus x² nehmen und das fliegt raus. Und jetzt kommt das Schöne. Wir splitten die Gleichung und zwar von hier bis hier. Das schnappen wir uns als 1, eine Form. Dann schreiben wir also minus 10x muss sein 2xy. Na super. Wenn wir hier in beiden Seiten x haben und die 2 auch weg muss, dann kann ich so gleich durch 2x teilen. Dann bleibt hier drüben minus 5 und hier bleibt das y stehen. Dann haben wir das y schon mal. Sehr schön. Jetzt kommt der zweite Teil, den unterstreiche ich mal grün. Das ist der und das ist der gesamte, also mit diesem Z wie Zusatz oder Ergänzung. Ja, und das schreiben wir so. Also Strich machen, zweiter Teil, 2 ist gleich. Wir haben also die Gleichung in zwei Gleichungen aufgesplittet und jetzt y² plus z. Ich schreibe jetzt aber nicht y², sondern ich schreibe gleich als Profi das Quadrat von y, denn das kenne ich ja mittlerweile. Das ist nämlich minus mal minus ist plus, also 25 plus z. So, und wenn ich jetzt die 25 abziehe, dann sage ich, okay, dann ist minus 23 gleich z. Und jetzt können wir auch sagen, aha, okay, jetzt kommt die zweite Form. Die zweite Form, jetzt schreibe ich einfach f2, ich mache mal hier drüben weiter und setze die Variablen ein, die ich kenne. f2 ist demzufolge, und jetzt, Klammer auf, so wie hier, Form 2. X kennen wir, das bleibt x. Und jetzt y, das heißt ja plus y, plus minus 5, also minus 5. In Klammern zum Quadrat. Und jetzt kommt noch unser z und das wissen wir, das ist minus 23. Machen wir noch schnell die Probe, ob das funktioniert hat. Das heißt, wir bilden jetzt wieder Form 1, indem wir gleich darunter die binomische Formel anwenden. Die erste oder zweite. In diesem Fall ist es mal die zweite. Das ist x² minus 2 mal, ich sag's mal nochmal ausführlich, 2 mal minus 5 ist minus 10 mal x ist x. Jetzt das Quadrat davon ist plus 25. Und minus 23. So, und wenn ich das jetzt hier zusammenfasse, dann bleibt hier übrig plus 2. Jetzt gucken wir mal, war die so vorgegeben? Ja. Hier sieht man es, es ist alles in Ordnung. Also, das Ding ist wieder herausgekommen. Wie das ausführlich geht, da kann ich ja mal ein längeres Video drüber machen. Muss ich mal sehen. Vielleicht mache ich es heute noch und hänge das dann hier mit dran und mache dann hier lauter Verweise dazu oder wie auch immer. Wichtig ist, dass man natürlich die Äquivalenzumformung, sprich Gleichung lösen, sagt man auch locker dazu, dass man die soweit beherrscht, also sauber durchzieht. Hinterher kann man immer noch die Probe machen. Wie man Proben macht, habe ich auch schon gezeigt, ob das alles funktioniert hat. Ich wünsche viel Spaß beim Üben, weil wenn man das nur durch, guckt mal, was ist denn das? Das ist ein kleines bisschen Schreiberei. Und ich kann sofort in eine andere Form überführen. Und das ganz sauber, mathematisch korrekt. Gut, also das wird euch Spaß machen, wenn ihr es dann drauf habt. Ein paar Mal üben und dann habt ihr es drauf. Viel Spaß beim Üben.